Herzlich willkommen auf eurer Comicwelt. Heute geht es wieder um Materialien. Und zwar schauen wir uns heute den Feud Pen von Tombo an. Online findet ihr den Stift unter dem Namen Fudenosuke oder auf Japanisch Fudenosuke. Ich möchte in diesem Video auch nicht lange um den heißen Brei reden und euch die wichtigsten Fakten nennen, die ihr zu diesem Stift wissen müsst. Der Feud Pen ist in erster Linie für Kalligrafie gedacht, was aber nicht bedeutet, dass man mit ihm nicht zeichnen kann. Anders als die anderen Feud Pens oder Brush Pens besitzt der Feud Pen keine Haarspitze, sondern mehr eine flexible Filzspitze. So ungefähr wie bei den Copic Multilinern BS und BM. Steht für Brush Small and Brush Medium. Aber der große Unterschied zwischen den beiden ist, dass die Spitze vom Fudenosuke eben viel härter ist und damit kann man viel filigraner bzw. mit den Linien besser variieren und hat eine bessere Kontrolle als mit den Copic Multilinern. Ehrlich gesagt habe ich nach diesem Stift schon sehr, sehr lange gesucht und ihn dann letzte Woche ganz zufällig beim Büsner gefunden. Der Stift trägt einen unschlagbaren Preis von 2,20 Euro. Bis jetzt hatte ich noch nicht die Gelegenheit, einen Langzeittest durchzuführen, also kann ich nicht genau sagen, wie lange die Tintenpatrone im Stift hält. Austauschen kann man sie leider nicht. Wenn der Stift leer ist, dann ist er leer. Aber für den Preis von 2,20 Euro habe ich mir auch gleich ein paar Stifte geholt. Es gibt zwei Varianten vom Feud Pen. Am Anfang ist mir der Unterschied nicht mal aufgefallen. Ich habe das ganz zufällig entdeckt. Es gibt einen dunkelblauen und einen dunkelgrünen Stift. Auf den Stiften selber steht alles auf Japanisch, deswegen konnte ich nicht ahnen, dass es da Unterschiede gibt. Und bei genauerem Betrachten sind es auch die gleichen Schriftzeichen. Also muss man von der Farbe darauf schließen, dass es Unterschiede gibt. Und die sind auch nur minimal. Wie ihr hier seht, ist der dunkelblaue etwas härter und zeichnet nicht so dicke Linien, während der dunkelgrüne natürlich das Gegenteil tut und etwas weicher ist und etwas breitere Linien zeichnet. Es tut zwar nichts zur Sache, aber die Optik der Stifte gefällt mir auch sehr gut. Mir gefällt es, dass es auf der Originalsprache geblieben ist. Das gibt dem Ganzen einen etwas traditionellen Tick. Aber kommen wir doch nun zum Test. Beim Zeichnen merkt ihr auf jeden Fall sofort, was für Vor- und Nachteile dieser Stift mit sich bringt. Ich würde das Wort Nachteil nicht mal benutzen, denn wie gesagt, in erster Linie ist es ein Kalligrafiestift und eigentlich nicht fürs Zeichnen gedacht, aber es macht unglaublich viel Spaß damit zu zeichnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Stift unterschreibe, was meistens schnell geht, da seht ihr, die Spitze überträgt die Tinte nicht so schnell und es sieht so aus, als würde ich mit einem halbleeren Edding unterschreiben. Also es liegt nicht daran, dass der Stift eben leer ist, sondern eben wegen der Spitze. Der Stift soll aber auch genau diesen Effekt machen. Wenn ich jetzt aber langsam unterschreibe, sieht man das satte Schwarz. Wenn ihr Haare mit dem Stift zeichnen wollt, dann wird das auch ganz gut klappen, denn mit dieser Tintenübertragung kriegt ihr einen schönen Übergang von den Glanzstellen auf den Haaren. Man kann mit dem Stift auch wirklich filigrane Linien ziehen, wenn ihr überhaupt gar keinen Druck ausübt. Das ist gar nicht so leicht, aber es funktioniert. Damit wir uns jetzt auch erstmal anschauen, wie das Ganze bei einer Zeichnung aussieht, werden wir heute Naruto mit dem Stift outline. Es gibt drei Gründe, wieso ich dieses Motiv gewählt habe. Zum einen, der Manga Naruto ist ja jetzt vor kurzem im deutschsprachigen Raum beendet worden und ich wollte damit ihm eine kleine Ehre erweisen. Ich bin im Nachhinein eigentlich kein großer Naruto-Fan mehr gewesen, aber am Anfang gehörte Naruto wirklich zu meinen Lieblingsserien. Der zweite Grund ist die Perspektive. Bei diesem Motiv kann man eben die Stärke der Linien gut darstellen und was vorne ist, nach vorne holen und was hinten ist, nach hinten bringen. Und das alles mit der Linienstärke, die wir verwenden. Und der dritte Punkt ist, dieser Kalligrafie-Stil passt einfach zu dieser ganzen Ninja-Welt, zu Naruto, wenn ihr jetzt an bestimmte Cover denkt oder sowas. Das Testbild soll euch zeigen, wie genau man mit diesem Brush Pen arbeiten kann. Man kann also bei guter Kontrolle, sage ich mal, wirklich detailliert damit arbeiten. Seine Hand und sein Kunai zeichnen wir, weil sie weiter vorne sind, etwas dicker. Und wie ihr seht, hat das Ganze einen ganz anderen Charme, als wenn wir alle Linien gleich dick zeichnen. Es wirkt natürlich auch viel lebendiger.
Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich euch von diesem Stift überzeugen. Ich werde den Stift natürlich auch unten verlinken, damit ihr den gleich findet. Sagt mir doch bitte in den Kommentaren, ob ich euch irgendwie überzeugen konnte oder eventuell das Gegenteil, wenn ihr gar nichts damit anfangen könnt. Darüber würde ich mich auf jeden Fall freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Ach so, Thema Online-Shop. Ein paar haben mich schon darauf angesprochen, aber der Online-Shop ist zurzeit offline bzw. ausverkauft. Neue Bücher sind schon in Auftrag gegeben. Ich werde euch auf jeden Fall Bescheid geben, wenn es wieder Bücher zu kaufen gibt. Also, bis zum nächsten Mal, eure Comicwelt.